Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder eingeschaltet haben. Ich bin etwas sehr spät am Start, Freunde, aber wie ihr vielleicht gesehen habt auf Instagram, ich war in Köln für 2 Tage und dann habe ich so einen Tag gebraucht, um wieder ein bisschen klarzukommen auf mein Leben und bin jetzt wieder hier am Start mit voller Frische, Freunde, und freue mich sehr. Wir werden alles, was rausgekommen ist, auf jeden Fall zusammen abchecken. Kim haben sich noch sehr viele gewünscht, Katja werden wir natürlich auch abchecken und alles weitere. Rin, Mix, MacLeod ist rausgekommen. Wir haben noch einiges vor uns und ich freue mich sehr drauf, aber wir starten natürlich mit dem Track, auf den ich mich persönlich am allermeisten gefreut habe. Wir haben in unserem Hörprobenformat letzte Woche schon reingehört in die Hörprobe und die hat mich schon umgehauen und ich war sehr, sehr gespannt und freue mich jetzt einfach reinzuhören zu können in das ganze Projekt. Und zwar Weißes Haus, produziert von Frio, Kyrie und Judy, was soll man dazu sagen, die Deutschrap Beat Producer Elite wieder angeholt. Und falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, wir haben bis jetzt, ich glaube, alles, was iLiver jemals gemacht hat, an Musikvideos zumindest, abgecheckt zusammen. Und ich bin Fan geworden. Mit jedem Video bin ich mehr Fan geworden. Und jetzt gerade die letzten Releases waren unfassbar stark, waren unfassbar unique. Und ich habe das Gefühl, sie hat sich gerade jetzt nochmal dieses Jahr richtig krass weiterentwickelt und hat so voll ihren eigenen Stil gefunden. Und gerade die Musikvideos auch sind qualitativ enorm hochwertig. Was für Geschichten sie darin erzählt, ist krass, finde ich. Und deswegen ganz viel Respekt und ganz viel Liebe an sie und ihr ganzes Team. Und deswegen freue ich mich, umso mehr reinhören zu können. Viele warten schon, deswegen sorry für die Verspätung. Aber jetzt sind wir am Start mit Weißes Haus von iLiver. Let's go. Fang direkt an mit so einer Opening-Scene. Okay, sie hat Farbe geholt und so einen Hammer. Wow! Bro, wie krass ist das einfach, so diese Opening-Scene zu haben, die wirklich wie aus so einem Film oder so einer Serie aussieht. Das ist nicht vergleichbar mit anderen Musikvideos, wo Leute vor so einer weißen Studiowand stehen. Sie erzählt halt eine ganze Geschichte einfach. Hier ist ihr Auto, sie sitzen diese Bretter so, Weißes Haus heißt der Track. Ach, der Hund auch noch dabei. Wow. Wie das aussieht, das ist so krass, finde ich. Das ist so krass, finde ich einfach. Wow, ich liebe einfach, ich sag's jedes Mal, ich liebe ihre Stimme. Gerade jetzt so ein bisschen diese tiefere, dunklere Stimme liebe ich ungemein. Und es ist krass, wir hatten jetzt schon, ich glaube, 4 verschiedene Outfits, verschiedene Locations. Diese Liebe fürs Detail, sie sieht jetzt, man sieht sie jetzt hier an ihrem Arbeitstisch quasi sitzen und an diesem Haus arbeiten, wo man im Hintergrund auch sieht, das ist so halb fertig irgendwie hier so alles. Und sie war halt gerade einkaufen, hat das alles geholt, also... Die Liebe fürs Detail und das Storytelling ist einfach ein ganz anderes Level bei ihr als bei anderen. Du kann das keinem erzählen, weil keiner dich mag, es wird keiner verstehen. Wow. Ich sehe ein weißes Haus und dich im weißen Hemd, wie du mir einen Antrag machst auf der Veranda, wo uns beide niemand kennt. Wow. Ich sehe in Wolken die Farben, ich sehe das, was wir nie hatten. Ich weiß, dass du weg bist, doch ich werde auch bis zu dem letzten Tag warten. Boah. Boah, wie sie auch nur mit dem Hund dann so alleine da quasi ist und über all diese Sachen erzählt, die hätten passieren können quasi. Heartbreaking. Aber auch dieser Hund, Mann. Ach, dieser Hund ist so dieser perfekte Hund. Oh, Mann. Weg bist, doch ich werde auch bis zu dem letzten Tag warten. Hm. Wo wir uns noch sehen. Soll uns doch keiner verstehen. Hab das alles gebaut. Unser jetzt das Sample. Das Sample, was kein Sample ist übrigens, sorry. Sie hat extra beim TikTok dazu geschrieben, es ist kein Sample. Das heißt, es wurde extra für diesen Song hier quasi recorded. Hab das alles gebaut. Unser weißes Haus. I wish I could make you happy. Wow. I wish that you were with me. I wish the sky and the moon.
das Beste von mir. Was ich mich frage, ob das ihre eigene Stimme war oder eine andere Person, das würde mich nochmal interessieren. Aber eben die Szene, wo dann, wo sie quasi nicht mehr alleine mit dem Hund war, sondern eben der besagte Mann in dem weißen Hemd dann noch mit dabei war, wie sie so auf Spaß auf dem Boot hatten, irgendwie so. Keine Ahnung, das war voll diese schöne Szene so. Das, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der denkt, das kommt einem vor wie so ein Film halt einfach. Weil es wie so ein Film auch gedreht und erzählt ist. Diese Bilder mit Augen zu. Boah. Ich sehe uns tanzen. Boah, sie hat immer so ein paar Zeilen. Die hitten einfach. Die hitten einfach. Und das war eine von diesen Zeilen. Boah. Diese Bilder mit Augen zu. Wow. Ich sehe uns tanzen im Garten. Wir sind alles, was wir haben. Hat sich gelohnt zu warten. Ich will nie wieder mehr ohne dich schlafen. Wir können das Meer von dir sehen. Soll uns doch keiner verstehen. Krass. Hab das alles gebaut. Unser weißes Haus. I wish I could make you happy. I wish I could make you happy. Ey, ich werde echt ein bisschen emotional gerade. Ich sag's euch, wie es ist. Einfach durch diese Aufnahmen auch. Also, der Song an sich ist ein wunderschöner Song. Aber er wird eben nochmal doppelt so stark durch dieses wieder mal unfassbar starke Musikvideo, finde ich. Es ist so krass, wie so auch ihre Performance in jeder Szene das einen mehr verstehen und nachfühlen lässt. Und ich weiß gar nicht, ob sie irgendwann mal einen schauspielerischen Background hatte oder Schauspielstunden oder irgendwie sowas genommen hat, aber es wirkt auf jeden Fall auf mich so. Gerade in den letzten paar Musikvideos wird es deutlich, dass sie auf jeden Fall dann schauspielerisches Talent hat, finde ich. Es ist echt krass, weil ich habe es im letzten Track gesagt, wo sie quasi auch so den ein oder anderen Mental Breakdown gespielt hatte oder auch geschrien hat, dass ja nicht nur sie alleine vor der Kamera steht in dem Moment, sondern so 10 bis 20 andere Leute, die halt am Set arbeiten, dich angucken, während du deine Szene gerade spielst. Und das muss man immer im Kopf behalten. Das ist nicht einfach. I wish I could make you happy. I wish that you were with me. I wish the sky and the moon could tell me how it is supposed to be. And no one is far away. That you love so far away. Mein Gott, am Ende dieses weiße Haus, was sie sich immer erträumt hat, bricht zusammen. Das ist so stark gemacht, Mann. And I keep on waiting. I'll bet myself a house to wait in. I wish I could make you happy. I wish that you were with me. I wish the sky and the moon could tell me how it is supposed to be. And no one is far away. That you love so far away. And I keep on waiting. I built myself a house to wait in. Ah, krass, das war echt ihre eigene Stimme so. Geil. We went up to Donner, had a great, you know, several days on the lake, had a couple of nice houses up there, and all the kids came and some friends. I think they were about. No way, bro. Nein, das Ende ist viel zu krass gerade. Oh Mann! Hittet mich doch nicht mit sowas am Ende noch. Ey, alte Menschen, bei alten Menschen hört der Spaß auf. Oh mein Gott, okay, dass es einen Twist auch noch am Ende hat. Jetzt liest sie ihm die ganzen Geschichten vor. Krass. Weil er sich nicht erinnern kann. Oh mein Gott, Bro, okay. Ach Mann. Ey, ich sag's immer wieder, aber Musikvideos sind so wichtig, finde ich, in der heutigen Zeit. Viele Leute sagen, dass das nach Viva und MTV und so, ey, ich bin immer noch, ich versuche einfach gerade meine Emotionalität zu überspielen, ja, dass die an Wert verloren haben. Aber ich finde, Musikvideos sind wichtiger denn je geworden, und auch Musikvideos mit Story und Aufwand zu machen.
weil man eine unfassbare Connection zu einem Song aufbauen kann durch ein Musikvideo. Und das wurde hier geschafft. Das Ding wurde so emotional aufgebaut und gerade diese Endszene war so schön gemacht auch einfach. Ganz, ganz großen Respekt, so wie immer eigentlich. So wie immer eigentlich. Vor dem gesamten Endprodukt an alle Beteiligten. Musikvideo war wunderschön. Größte Shoutouts der Welt an Iliva selbst natürlich auch für ihr schauspielerisches Talent. Aber auch an alle Beteiligten sonst am Musikvideo, aber auch der Song an sich. Richtig, richtig schön. Ich finde es so schön, dass sie was auf Englisch gesungen hat. Und es hört sich halt an wie ein Sample. Aber dass sie eben nicht den einfachen Weg genommen haben und ein Sample genommen haben, sondern selber was gemacht haben. Das finde ich sehr stark, diesen extra Aufwand betrieben haben. Der Beat war richtig schön von Frio, Kyrie und Judy. Shoutouts an die Jungs natürlich auch. Und ja, ich bin einfach richtig happy, Mann. Ich freue mich so auf weitere Songs. Wir werden alles von Iliva abchecken. Logischerweise, machen wir ja eh schon. Lasst mir unbedingt euer Feedback da und ob ihr am Ende auch emotional wart, so wie ich, oder ob ihr es überstanden habt, aber sie ist einfach in Deutschland eine Ausnahmekünstlerin und ich bin richtig froh, dass wir so jemanden wie sie haben und keine Ahnung, jetzt wo man weiß, was sie alles kann, hat sie auf jeden Fall schon die letzten Jahre auch gefehlt, so, wisst ihr, wie ich meine. Ich will euch gar nicht länger zulabern, wir werden alles weitere, was ich verpasst habe, auf jeden Fall abcatchen. Sorry nochmal für die Verspätung. Und ja, ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehend, wie immer natürlich. Und ciao.